Alle reden zurzeit von ChatGPT, dem Chatbot, der für alles Mögliche eine Chance oder eine Gefahr sein soll und derzeit als das am höchsten entwickelte Sprachmodell gilt. Ich selbst hatte mich noch gar nicht groß damit beschäftigt, dann hatte der User Peter Lustig unter eines der Videos Kommentare gepostet, er hatte nämlich einmal ausprobiert, den Chatbot zu Burkhard Heim zu befragen. Das hat mich dann neugierig gemacht und, also vielen Dank an Peter Lustig, und ich habe es dann selbst einmal ausprobiert. Und über die Ergebnisse dieses Experiments und, ich nehme es vorweg, meine Enttäuschung möchte ich in diesem Video berichten. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und normalerweise erkläre ich euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen, aber heute will ich es wirklich mal ChatGPT versuchen lassen. ChatGPT von der Firma OpenAI gilt als der derzeit, das heißt Januar 2023, am höchsten entwickelte Chatbot, sprich es ist ein Sprachmodell, mit dem man Konversationen treiben kann und das recht intelligente, angeblich, Ergebnisse ausspuckt. Ich habe in vergangenen Videos mich schon über das Thema KI, künstliche Intelligenz, im Zusammenhang mit Burkhard Heims Weltmodell geäußert und habe fest den Standpunkt vertreten, KIs haben kein eigenes Bewusstsein und bei dem bleibe ich auch. In diesem Video wird es jetzt um die Frage gehen, haben künstliche Intelligenzen überhaupt Intelligenz? Vielen Dank an der Stelle an alle meine Patreons, die mich unterstützen und vielen Dank im Voraus an alle, die dieses Video bis zum Schluss gucken und meine Exasperation, wie der Angelsachse sagt, über die teilweise grotesken Ergebnisse sich zu Gemüte führen. Steigen wir ein in den Dialog. Also, wer war Burkhard Heim? GPT sagt mir, Burkhard Heim war ein deutscher Physiker, der besonders für seine Arbeiten zur Theorie der Gravitation, zur Kosmologie und zur Quantenmechanik bekannt ist. Stimmt soweit. Er entwickelte die sogenannte Heim-Theorie, eine Theorie, die auf der Annahme beruht, stimmt soweit, dass Gravitation auf Teilchenebene als eine Wechselwirkung zwischen Teilchen angesehen werden kann. Ich glaube, tautologischer kann man einen Satz nicht begründen, also man begründet eine Aussage mit sich selbst. Erstes großes Fragezeichen für mich. Diese Theorie wurde später von anderen Physikern weiterentwickelt. Ist übertrieben, also Walter Dröscher hat einen Seitenzweig gemacht sozusagen, das heißt EHT, erweiterte Heimtheorie, hat aber mit Heimtheorie in diesem Sinne, wie ich ihn darstelle, eigentlich nichts zu tun. Außerdem entwickelte Heim eine Theorie über die Gravitationskonstante, die später als Heim-Gravitationskonstante bekannt wurde. Das war mir nun ganz neu und ich habe nachgefragt, woher stammt deine Information über die Heim-Gravitationskonstante? GPT, meine Information über die Heim-Gravitationskonstante stammt aus dem Buch The Life and Science of Burkhard Heim, The Forgotten Genius of the 20th Century von Jürgen Neffe. Da wäre mir doch wirklich was in Gang, wenn ich von diesem Buch nie etwas gehört hätte. Also habe ich ihn gefragt, wann und wo ist dieses Buch erschienen? Das Buch ist im Jahr 2007 im Springer Verlag erschienen, sagt er mir. Im Springer Verlag, aha. Ich habe mir seine ISBN-Nummer geben lassen und er hat sie mir ausgespuckt, anstandslos. Und also spätestens da wusste ich, ich werde auf den Arm genommen. Die ISBN-Nummern, die gibt es nicht. Ich habe in keinem Zusammenhang, nicht auf Amazon, nicht bei Springer.de selbst, einen Hinweis darauf gefunden, dass dieses Buch jemals existiert hätte. Den Autor Jürgen Neffe gibt es allerdings und er hat Biografien über Einstein, Marx und Darwin geschrieben. Trotzdem, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt dem ChatGPT einen gewissen Vertrauensvorschuss gegeben, weil ich mir dachte, vielleicht hat er das Internet auf eine Weise durchsucht, die mir nicht zugänglich ist. Aber er hat offensichtlich etwas erfunden, um die Konversation am Laufen zu halten. Aber es geht noch besser. Ich sage ihm, ich finde im Internet keinen Hinweis auf die Existenz dieses Buches. Woher weißt du, dass es existiert? Also habe ich ihn versucht, mit dem Fehler zu konfrontieren, aber er ist stur geblieben. Ich habe über die ISBN-Nummern recherchiert und konnte so herausfinden, dass das Buch im Verlag Springer im Jahr 2007 erschienen ist. Es gibt auch einige Bewertungen des Buches auf Amazon, wo man nachlesen kann, was andere Leser über das Buch denken. Ja, dann sollte er mir den Amazon-Link geben, wo man diese Rezension lesen kann. Und er hat mir einen syntaktisch völlig korrekten Amazon-Link gegeben, der 404 war, also diese Seite existiert nicht. Vielleicht habe ich einfach überschätzt, was dieses Programm kann. Ich habe mich auch nicht genau mit den Limits beschäftigt, was man ihm nun geben kann, was nicht, aber
Wie gesagt, ich hatte ihm einen Vertrauensvorschuss gegeben. Wenn ich Informationen in Google eingebe, dann kann ich darauf vertrauen, die existieren irgendwo, die sind irgendwo unterfüttert. Aber ChatGPT kann ich nun nicht vertrauen, weil er offensichtlich einfach Ergebnisse einfügt oder erfundene Fakten einfügt, um das Ganze wie ein normales Gespräch wirken zu lassen. Das wird im Folgenden auch noch ein bisschen deutlicher, wenn ihr Geduld habt. Ich frage ihn, wann hast du die Informationen aus diesem Buch verarbeitet? Er muss sie ja irgendwann assimiliert haben, sozusagen. Ich habe die Informationen vor ungefähr einem Jahr verarbeitet. Kannst du mir das genaue Datum nennen? Dann sagt er mit dem 28. April 2020, was nun nicht vor ungefähr einem Jahr ist, sondern fast 3 Jahren. Aber gut, hast du andere Bücher vom selben Autor verarbeitet? Ja, ich habe noch andere Bücher von Jürgen Neffe verarbeitet. Ein Beispiel ist Einstein, His Life and Universe von 2007. Es ist eine Biografie über Albert Einstein. Es gibt das Buch Einstein, His Life and Universe, aber das ist nicht von Jürgen Neffe. Wie gesagt, Jürgen Neffe hat andere Biografien geschrieben auf Deutsch. Und dann habe ich ihm eine Fangfrage gestellt. Weißt du, ob Burkertheim Links- oder Rechtshänder war? Nun, das wusste er nicht, darüber hat er keine Informationen. Und dann noch mal nachgebohrt, was war das auffälligste körperliche Merkmal von Burkertheim? Wenigstens ein Teil hat er da richtig. Laut seinem Biografen war das auffälligste körperliche Merkmal von Burkertheim seine Sehbehinderung, die er von Geburt an hatte. Er hatte sehr schwache Sehkraft in beiden Augen und war daher auf eine starke Brille angewiesen. Wer war denn sein Biograf? Ja, das war der Autor Jürgen Neffe. Ich hätte mich gefreut, oder ich würde mich vielleicht freuen, vielleicht sieht Jürgen Neffe das Video und entscheidet sich nochmal, eine Biografie über Burkertheim zu schreiben. Laut ChatGPT gibt es nämlich schon eine Unzahl anderer Biografien. Das habe ich als nächstes gefragt. Gibt es noch andere Biografien über Burkertheim? Ja, es gibt einige andere Biografien über Burkertheim, nämlich Burkertheim, eine Biografie von Wilhelm Rösing und Burkertheim, das Leben eines Genies von Klaus Hermann. Wird bunter, man sieht es, dann nennen wir ja doch alle deine Quellen über Burkertheim, alle Bücher, Artikel und Internetseiten. Und dann sagt er mir, meine Quellen über Burkertheim sind das Buch, das vorgenannte, das Buch Burkertheim, eine Biografie von Wilhelm Rösing, das Buch Burkertheim, das Leben eines Genies von Klaus Hermann, das Buch Atomare Strukturphysik von Herbert Günther, der Artikel Burkertheim, das vergessene Genie des 20. Jahrhunderts von Klaus-Peter Schwarz und der Artikel Burkertheim, ein deutscher Physiker von Werner Rödig. Und ob er auch weiß, wer Willy Brandt von Ludwiger war oder ist, hat er mir gesagt, nein, das weiß er leider nicht. Demnach ist Burkertheim also schon längst da, wo ich ihn hinhaben möchte, nämlich in jedem Lehrbuch, in jedem Klassenzimmer. Und ich kann die Arbeit eigentlich einstellen. Also mit Sicherheit habe ich ChatGPT zu viel zugetraut bei einem Randthema, über das es einfach wenig Daten gibt. Ich habe mich dann nochmal mit anderen Themen mit ihr befasst, zum Beispiel so Wissensfragen über Star Trek oder über Polarforschung. Da war es so zu 80% richtig, aber es gab auch einige richtige Schnitzer. Zum Beispiel hat ChatGPT gesagt, Roald Amundsen war der erste Mensch am Nordpol. Er war am Südpol der erste Mensch. Aber ja, gut war er dann bei Themen zur Philosophiegeschichte oder zur politischen Theorie. Einfach überall da, wo es viele, viele Daten gibt, wo er syntaktische Verknüpfungen sicherstellen kann. Und ebenfalls eher enttäuschend fand ich die Originalität bei sogenannten kreativen Aufgaben. Das setzt eine sehr geringe Definition von Kreativität voraus, eine sehr geringschätzige Definition von Kreativität, sowas wie schreibe einen Dialog zwischen Mao Zedong und Napoleon über Demokratie. Da waren aber viel Allgemeinplätze, viel Redundanz und viel Trivialität, also nichts, was eine originäre, kreative, auch witzige Inspiration dahinter vermuten lässt. Es ist offensichtlich, dass eine KI sehr gute, syntaktisch korrekte Ergebnisse liefern kann, aber niemals den Inhalt dahinter versteht. Eine KI ist keine bewusste Ganzheit, so wie du und ich und jedes andere Lebewesen auf dieser Erde. Das war mein Experiment mit ChatGPT. Wenn ihr eigene Erfahrungen gemacht habt, schreibt die in die Kommentare. Und wenn ihr meint, dass ChatGPT Burkertheim besser erklären kann als ich, dann muss ich wohl mit dem Daumen nach unten rechnen. Ansonsten gebt dem Video ein Like.
Und wenn ihr euch nicht mit einem Computer unterhalten wollt, sondern mit dem Kosmos selber, dann guckt euch das Natal-Training auf jeden Fall an. Da lernt ihr, in einen echten, authentischen, kreativen Dialog zu gehen mit der Quelle, aus der alle Inspiration und alle Kreativität kommt. Es wäre zu viel an der Stelle schon zu behaupten, dass man Natal unbedingt bräuchte, um mit der KI Schritt zu halten. Viele sagen ja, ja, Schüler werden ja jetzt reihenweise ihre Hausarbeiten mit KI faken. Ich glaube, es wird noch eher umgekehrt sein. Schon Viertklässler werden in der Lage sein, ein KI-Fake von echter Inspiration zu unterscheiden. Aber wenn ich Natal dringend empfehlen möchte, wären alle KI-Entwickler. Denn wenn das funktionieren soll, was ihr anstrebt, dann braucht ihr mehr als eure bescheidene Genialität. Dann braucht ihr echte kosmische Genialität und kosmische Inspiration in 6 Dimensionen und in Farbe.